Es ist schon erstaunlich, was hier vorbörslich alles passiert, hätte ich fast gesagt. Vorbörslich ist gar nicht das Thema, denn hier läuft die Börse schon. Ihr seht es, ich bin in der Frankfurter Stock Exchange, in der Frankfurter Börse. Ihr seht im Hintergrund vielleicht den DAX-Ticker, ich weiß nicht, ob ich es erkennen kann, wo er aktuell steht. Der letzte ist bei 13.083, kann das sein? Na, wird wohl so sein. Also im Moment noch nicht wirklich überzeugend. Wir sehen, er hat etwas schwächer angefangen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das erkennen könnt. Hat sich ein wenig wieder gefangen und eiert jetzt rum. Rumeiern ist das Thema. Es wird wahrscheinlich auch noch keine echte Entscheidung gefällt, wenn wir nicht über das Hoch am 2. September nochmal drüber gehen. Deshalb ist das nach wie vor das Maß aller Dinge. Wenn ihr also das im Auge behaltet, ab da wird wieder entschieden, in welche Richtung das geht. Womit ist heute an sich zu rechnen? Es gibt noch Verbraucherpreisdaten, heute Nachmittag 14.30 Uhr aus Amerika. Wir hatten heute Morgen schon welche aus Deutschland. Die waren ganz klar deflationär, minus 0,2% in Deutschland. Heute 14.30 Uhr in Amerika. Wir werden sehen, was das bringt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, den richtigen Bewegungsschub ahne ich daraus zumindest mal nicht. Was muss man also tun? Na, es bleibt dabei. Guckt danach, in welche Richtung das Wackelige geht. Guckt, in welche Richtung die dynamische Bewegung geht und setzt einfach auf die Fortsetzung der letzten Dynamik. Und die ist aktuell zumindest mal mehrheitlich einfach nach oben gesehen. Und deshalb, denke ich, sollte man sich so orientieren. Eine Orientierungshilfe gibt auch das Born for Trading. Wenn ihr also Zeit und Lust habt, dann guckt ihr den Link unten drunter, klickt das mal an, dann bekommt ihr Nachrichten auf Smartphone relativ einfach und easy. Kriegt ihr immer wieder mal ein Update, auch im Laufe des Tages. Ansonsten der Trade des Tages ist sowieso ein Hingucker mit vielen Trading-Ideen und unseren ganz konkreten Ein- und Ausstiegsmarken bzw. wie wir damit umgehen. So, ich muss jetzt hier wieder raus, deshalb machen wir es heute relativ kurz. Euch alles Gute und liebe Grüße hier aus Frankfurt vom Parkett.